Na, habt ihr Lust auf die ganz dicken Star Wars-Dinger? Ich auch! Stattdessen gibt's einen Microfighter. Hallo, Freunde der üppigen Klemmbaustein-Gigantomanie. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Stefan und ich habe hier aus der Lego Star Wars-Reihe die 75344 Boba Fett Starship in der Microfighter-Variante. Richtig, eine Neuheit aus 2023 und endlich geliefert worden. Und ich dachte, die 85 Teile und die eine Minifigur setzen wir gemeinsam zusammen, damit ihr eine Idee habt, was euch erwartet, wenn ihr die üppigen 10-Euro-Listenpreis hier rein investiert. Nicht mal die habe ich bezahlt, ich habe ihn für 8 bekommen, glaube ich. Meine 7,99 € hat es gekostet. Und 85 Teile bieten sich wirklich an für einen Aufbau, richtig? Richtig. Gewaltige Anleitung, selbst in klein jetzt mit diesem hellen Design. Drei sehr, sehr, sehr opulente Tütchen, die uns erwarten. Okay, natürlich keine Bauschrittunterteilung. Duh, sind 85 Teile. Aber hoffentlich ein gewisser Star Wars-Vibe und ein hoffentlich robustes und sich wertig anfühlendes Endergebnis. Da bin ich gespannt. Es gibt bisher wenige Microfighter, die mich nicht so wirklich überzeugt haben. Dazu gehört unter anderem die Razor Crest. Die finde ich in der, also sie sieht cool aus, wenn man eine größere Razor Crest hat und sie daneben stellt. Das ist irgendwie putzig. Aber das Ding an sich ist irgendwie vom Design her nur so okay. Da gab es schon coolere Sachen, wie zum Beispiel den Millennium Falcon und diverse andere ältere Geschichten. Aber trotzdem, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, dass wir es hier mit einem gelungenen Microfighterchen zu tun haben. Was auf jeden Fall gelungen sein dürfte, laut Verpackung, ist die Figur. Ich glaube, der Boba Fett macht Freude, denn wir haben Beinprint, wir haben Armprint, wir haben einen Jetpack dabei. Also, das geht schon schlimmer. Und wir gucken uns die gleich nochmal im Detail an. Aber ja, die Figur, die geht schon klar. Was für mich übrigens überhaupt nicht klar ging, ich fange jetzt direkt mit Meckern an. Das ist eigentlich auch nicht ganz so klug, aber das passt gerade zum Thema, weil für 85 Teile habe ich mir jetzt nichts großartig Bahnbrechendes überlegt, worüber ich mit euch quatschen möchte. Die 85 Teile sind, glaube ich, relativ schnell abgefrühstückt. Aber schade, einmal zu fest gedrückt. Ich hoffe, es sind genug von diesen Lichtschwertgriffen dabei. Jetzt ist mir einer weggeflogen. Ansonsten muss ich den hier wieder abnehmen und ihr müsst euch die Wumme etwas länger vorstellen, falls ich die noch fürs Schiff brauche. Upsi! Ja, also. Was mich leider völlig kalt gelassen hat und mittlerweile echt ärgert, ist The Book of Boba Fett. Denn sie haben es für mein Dafürhalten tatsächlich geschafft, den Charakter Boba Fett zumindest für mich ziemlich kaputt zu machen. Also vorher war er einfach nur so ein mysteriöser Dude, der irgendwie mit dem Imperium zusammengearbeitet hat, aber das auf eigene Rechnung. Und da hatte er eben so ein bisschen so eine gewisse Aura. Aber das lag auch einzig und allein an der Uniform. Und mit Book of Boba Fett haben sie halt versucht, ihm irgendwie einen Charakter zu verpassen. Und das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich fand die Serie so gruselig. Und erst war sie mir nur so ein bisschen egal. Und je länger ich drüber nachdenke, desto tragischer finde ich, was sie da gemacht haben. Also zum einen für den Charakter des Boba Fett. Also es ist nicht so, dass jetzt bei diesem Set mein Fanherz irgendwie höher schlagen würde. In keinster Weise. Und die Serie ist schuld. Und noch schlimmer finde ich eigentlich, dass sie mit dieser Serie eigentlich die zweite Staffel vom Mandalorian kaputt gemacht haben. Das fällt mir jetzt ein bisschen schwer, nicht zu spoilern, aber es wird Menschen geben, die sich das noch anschauen wollen und dann ist es total gemein, wenn ich den Inhalt vorwegnehme. Und ich weiß, es ist heutzutage schwierig, durchs Internet zu gehen, ohne gespoilert zu werden, was diese Produktionen anbetrifft, weil man ja von allen Seiten dann irgendwie irgendwas mitbekommt. Aber ich versuche es tatsächlich mal ohne Spoiler. Geht das überhaupt? Da hätte ich mir vorher vielleicht mal Gedanken zu machen sollen. Fällt mir nämlich jetzt gerade auf, dass ich Spoiler grundsätzlich blöd finde. Aber doch, ich glaube, das geht. Ich glaub, das geht. Also, ich meine, es ist ja jetzt nichts wirklich zwingend Neues, dass man weiß, dass innerhalb einer Serie
Handlungsstränge vorkommen und innerhalb von modernen Serien diese Handlungsstränge miteinander verknüpft sind und so eine im Idealfall runde Geschichte ergeben. Und um Menschen dazu zu bewegen, sich auch künftige Staffeln anzugucken oder zumindest die nächste Staffel einer Serie, die bereits bestellt wurde vom Auftraggeber, arbeitet man ja auch gerne mit sogenannten Cliffhängern. Und so endete natürlich auch die zweite Staffel des Mandalorian mit einem Cliffhanger. Und eigentlich mit einer schönen oder interessanten Grundprämisse, die dafür gesorgt hätte, und ich spreche hier bewusst im Konjunktiv, dass das Ganze in Staffel 3 recht spannend hätte werden können. Und dann hat Disney wieder raushängen lassen, dass sie doch ziemlich Disney sind und haben dann Book of Boba Fett produziert. Und offensichtlich haben sie dem Charakter so wenig zugetraut, dass sie dann nochmal Mandalorian draus machen mussten. Zumindest für 2, 2,5 Episoden haben wir dann eigentlich Mandalorian geliefert bekommen. Und all das, was sie mühsam in der zweiten Staffel Mandalorian aufgebaut haben, haben sie dann innerhalb von, weiß ich nicht, einer halben Episode oder so, ich habe es nicht mehr im Hinterkopf, aber es ging relativ schnell, haben sie das dann aufgelöst. So nebenbei quasi, in einer anderen Serie nebenbei. Das heißt, im Umkehrschluss, ich bin jetzt weit weniger auf Mandalorian Staffel 3 gespannt. Ehrlich gesagt, ist es mir gerade ziemlich wumms, wie es weitergeht. Ich weiß, ich werde es dann irgendwann sehen, wenn es rauskommt. Aber nicht unter der Prämisse, oh, das muss ich komplett sehen, sondern mal gucken, wie sie den Karren jetzt wieder aus dem Dreck ziehen wollen. Das interessiert mich eher. Denn mit Book of Boba Fett haben sie da schon echt sich ziemlich ein Ei gelegt, wie ich finde. Die komplette Spannung getötet. Das muss man erstmal schaffen. Das heißt, um es nochmal Revue passieren zu lassen, falls es irgendjemand, das war jetzt nicht so klug, falls es irgendjemand nicht mitbekommen hat, sie haben die Mandalorian-Serie eigentlich erstmal, oder all das, was da passiert ist, haben sie für mich zerstört. Und den Charakter von Boba Fett haben sie für mein Dafürhalten gegen die Wand gefahren. Und dann gab es ja noch andere Perlen, ne? Wo dann Fan-Favorites wie zum Beispiel so ein Cad Bane verheizt wurde, den ich persönlich nicht kenne. Also von daher ist mir das dann wiederum egal. Aber falls es euch so geht, dass ihr mit der Entwicklung in Book of Boba Fett dahingehend nicht glücklich seid, ich fühle mit euch. Das ist okay. Und da sind wir auch wieder an dem Punkt, wo man leider feststellen muss, als ich kann mir nicht vorstellen, dass da draußen überhaupt irgendjemand Star Wars Fan noch ist, richtig. Also so richtig Fan von allem, was da existiert. Man muss schon sehr, 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 sehr starke Nerven haben, um sich das alles, was da rauskommt, schmerzfrei reinzutun und für sich zu akzeptieren. Also die Quote an schlechten Produktionen für mein Empfinden, das ist ganz wichtig, es ist alles subjektiv, was ich hier erzähle. Ihr könnt mir da komplett widersprechen, wenn ihr wollt. Aber für mein Dafürhalten ist die Menge an schlechten Produktionen viel, viel größer als die Menge an Dingen, die man sich gerne anschaut. Und interessant finde ich das nach wie vor, dass das Franchise noch immer weiter bespielt und geritten wird sozusagen. Dass da immer noch wieder irgendwas rauskommt. Im Endeffekt hätten sie es sogar bei den alten drei Filmen belassen können. Vielleicht wäre das sogar klüger gewesen, weil die hatten ja noch Charme. Die hatten eine Atmosphäre. Die waren einfach cool. So, und das ist jetzt halt, ja, alles so ein bisschen, weiß ich nicht, so Wegwerf-Popkultur geworden. So ganz ohne Charme. Aber auch nicht so wirklich intelligent. Und ich glaube, das nervt mich auch, dass sie zum Beispiel mit einer Serie wie Andor versuchen, uns vorzugaukeln, sie wären irgendwie clever. Sind sie nicht. Andor ist keine, also nur weil etwas eine langsame Erzählstruktur hat, heißt das nicht, dass es automatisch klug sein muss. Und Andor ist nicht klug. Andor ist einfach nur langsam. Und mir fehlen immer noch die letzten zwei Episoden. Und ich weiß nicht, ob ich mir das noch angucke. So sehr begeistert mich Andor. Mich begeistert allerdings gerade, dass sie die Form der Slave One hier so gut hinbekommen.
Das auf der Größe. Also ich meine, wir werden gleich noch einen mutigen Vergleich wagen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber ich finde es abgefahren. Ach, komm her, Technikpin. Stefan und Technikpins. Gut, das sitzt jetzt ein bisschen fester, aber mein Gott. Okay. In jedem Fall, also man erkennt es wieder. Die Farben zu treffen ist ja gar nicht so sehr das Problem, weil diese Lego-Steine gibt es ja schon in den Farben der Slave One. Aber die Form als Microfighter, an der Stelle einfach mal Riesenrespekt an den Designer oder die Designerin. Das ist ja schade, ne? Das steht bei Handbüchern für Microfighter immer gar nicht drin, wer das gemacht hat. Nicht, dass ich die Leute kennen würde. So intensiv beschäftige ich mich mit der Materie dann auch nicht. Aber interessant wäre das schon. So, jetzt brauche ich zwei von diesen. Ha, es kommt hin. Ich muss nicht auf dem Boden rumkriechen. Hurra! Ich hätte sonst geschnitten. Eiskalt. Ich hätte geschnitten. Und dann haben wir es auch schon. Spannend. Ich hätte mir, glaube ich, eine andere Raketenvariante gewünscht, aber da kommen wir gleich im Einzelnen zu. Wir müssen ja noch ein Fazit hier durchkauen, nicht wahr? Wahr. Aber süß. Süß trifft es, glaube ich, am besten. Also er ist süß. Und jetzt interessiert mich, ob wir die Figur, die jetzt da drin diese olle Waffe sowieso nicht tragen kann, ob wir die in beide Richtungen reinsetzen können. Oder ob das nicht passt. Spannend. Doch, so geht. Und so geht auch. Geil. Witzig. Nee, wirklich. Es ist nett gemacht. Ist es das Klemmbaustein-Highlight? Meh, wohl nicht. Aber trotzdem, es ist ein Microfighter und es ist die Slave One. Und ich, also selbst an den Antrieb haben sie... Okay. Gefällt mir auf jeden Fall besser als die Variante der Razor Crest. Cool. Machen wir eben ein Fazit, oder? Ja, kostet ja nichts. Einmal gucken, Figürchen, fangen wir mit an. Genau. Waffe können wir mal daneben legen. So, Lego 75344 aus der Lego Star Wars Microfighter Serie. Boba Fett Starship. Ich will immer Slave One sagen. Boba Fett Starship. 85 Teile, die hier verbaut sind und eine Minifigur mit einem Blastergewehr. Und die Minifigur ist natürlich ein Traum. Wenn man noch keinen Boba Fett hat und man möchte einen haben, ist das hier eine ziemlich gute Gelegenheit. Denn in diesem kleinen 10 € Listenpreisset, was es ja mit Rabatten am Markt gibt, kriegen wir diese bezaubernde Figur und die ist wirklich cool. Die ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Wir haben einen hübschen Torso-Print. Wir haben einen ziemlich cool bedruckten Helm. Wir haben einen aufwendigen Beinprint. Ich muss ihn noch mal eben in die Hand nehmen. Genau, selbst die Füße sind bedruckt bei diesem Beinprint. Und wir haben zusätzlich auch noch Armprints auf beiden Seiten, auf beiden Armen. Hier mit diesem Symbol, hier eine blanko-gelbe Schulter. Und ihr seht es auch, zusätzlich noch ein Jetpack. Die Figur ist killer. Meine Euphorie hält sich in Grenzen, weil... Die habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal, aber trotzdem, absolut großartige kleine Figur, die macht echt Freude. Und Lego, alles richtig gemacht. Die Figur ist definitiv keine Sparmaßnahme. Und ich habe jetzt dieses Blastergewehr abgenommen, weil Boba eben nicht in sein Starship passt, wenn er die Waffe trägt. Das finde ich so ein bisschen schade, da hätte ich mir jetzt gewünscht, dass man die hier irgendwo unterbringen kann, aber... Ach, Klagen auf hohem Niveau. Kommen wir zu Boba Fett Starship. Da ist es. Ich zeige es euch einmal rundherum. Und was ich eben schon sagte, was ich absolut großartig finde, man erkennt's. Natürlich muss man hier auf Features verzichten. Natürlich haben wir jetzt hier hinten nicht die Möglichkeit, das Ding aufzuklappen, um irgendwie Han Solo aus Carbonita irgendwie rein und raus zu holen. Ist klar, das ist der Größe geschuldet und so müssen wir diverse Abstriche machen. Ich glaube, mein größter Schmerzpunkt, was die Abstriche anbetrifft, ist die Tatsache, dass wir hier, wir können das Cockpit zwar öffnen, aber dass wir hier quasi einen Finger durchschieben können, dass es an den Seiten einfach offen ist. Ich weiß nicht, ob es da ein anderes Bauteil gegeben hätte oder ob sie aufwendig eins hätten produzieren müssen. Das ist so ein bisschen schade, dass das nicht in sich geschlossen ist.
Aber nochmal, es ist ein Microfighter. Wir erwarten hier jetzt nicht wirklich die große Teilekeule. Das ist okay. Und was ich sehr, sehr schön finde, wir haben erstmal, wir können schießen. Allerdings sind das diese Geschosse, wo man dagegen schnickt und dann fliegt es durch die Gegend. Das funktioniert bei mir nur so semi-gut. Von daher werde ich das jetzt einfach mal nicht tun. Da mag ich natürlich so eine Lösung wie ein Stud-Shooter oder ein Spring-Loaded-Shooter deutlich netter. Aber passt hier wahrscheinlich platztechnisch auch wieder nicht hin. Von daher ist das eine Notlösung, mit der ich leben kann. Zumal, wie oft machen Erwachsene das, dass sie solche Sachen abschießen? Ich mache es manchmal im Video und danach ärgere ich mich, weil ich die Sachen kaum wiederfinde. Aber in der Praxis steht das Ding halt irgendwo rum und dann ist das Waffensystem auch egal. Dann haben wir hier die Flügelchen, die sich ja mitdrehen normalerweise. Das geht hier nicht. Die sind auf schwarzen Technikpins gelagert, sitzen also nicht locker. Und man muss dann wirklich sich bewusst für eine Position entscheiden. Aber auch das ist, finde ich, okay. Und mein persönliches Highlight, dass wir Boba tatsächlich in beide Richtungen hier reinsetzen können. Also wenn das Ding aufrecht durch die Gegend huscht, dann können wir Boba hineinsetzen. Allerdings hat er in dieser Sitzposition keine Noppen. Das heißt, er wackelt so ein bisschen. Boah, es geht sogar. Eben saß er schlimmer. Wahrscheinlich habe ich ihn jetzt nicht mit den Armen unten fixiert. Aber es funktioniert. Also wir können Boba so da reinsetzen. Und wir können aber auch Boba nehmen und so rum platzieren. Und dann hat er sogar Noppen und sitzt bombenfest. Die Dinger wieder runtergeklappt und fertig. Was natürlich auch zusätzlich schade ist, ist, dass wir das Raketensystem, so nenne ich es hier hinten mal, jetzt auch nicht klappen können, weil in dieser Position würden die, glaube ich, eher nach schräg hinten oder so zeigen, also auf jeden Fall nicht kerzengerade hoch. Aber nochmal, es ist ein Microfighter und die Form passt schon. Er ist von den Proportionen her jetzt natürlich etwas schwierig, vorsichtig formuliert. Woher weiß ich das? Ich habe hier noch so ein Ding. Das Teil heißt dann aber auch Slave One, das darf es noch. Das ist die 75243 aus der 20th Anniversary Edition. Das passiert, wenn man so eine Slave One aus 1000 Teilen baut und nicht aus 85. Aber sie sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich meine, dass das jetzt kein Vergleich ist, ist mir klar, weil hier kriege ich einen Hahn aus Carbonit rein und hier drehen sich die Flügelchen, wenn ich das Ding kippe. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Aber trotzdem finde ich es nett, die mal nebeneinander zu haben. Und vor allem glaube ich auch, dass die bei mir dann so nebeneinander gleichberechtigt stehen werden im Regal oder beziehungsweise in der Vitrine, weil das einfach ein netter kleiner Gag ist. Ich mag's. Und ich freue mich, endlich meine Neuheit 2023 hier präsentieren zu können. Es kommen auch noch größere Sachen. Wie findet ihr den? Habt ihr ihn schon? Findet ihn gut? Schreibt es gerne in die Kommentare. Habt ihr ihn nicht? Findet ihn trotzdem gut? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr ihn nicht und auch absolut kein Interesse daran? Schreibt auch das gerne in die Kommentare. Ich lese das alles. Ich werde den verlinken. Das ist dann ein Amazon Affiliate Link. Dieses Set ist ja überall normal erhältlich. Wenn ihr den Link dann benutzt, um irgendwas einzukaufen, muss nicht der kleine Kollege hier sein, dann kommen ein paar Cent zu mir zurück. Wer den Kanal auf dem Weg unterstützen möchte, vielen Dank an der Stelle. Shirts, Tassen und so weiter, alle im Shop. Auch der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Vergesst den Daumen, Abo und Glocke nicht, sollte das noch nicht passiert sein. Hier geht's regelmäßig weiter und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!